Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Nordfriesischer Marsch am Donnerstag. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Und ich bin gerade hier am Einfahren der BGA. Beziehungsweise haben sich ja einige gewünscht, dass wir einen Direktkurs machen. Wobei, ja, ihr habt richtig geraten in den Kommentaren, es wird leider so sein, dass wahrscheinlich nicht alles Platz haben wird. So ist es nämlich jetzt auch. Das heißt, der Kurs ist eigentlich für ein Poppes. Schade. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen warten, bis die Zeit vorübergeht, weil wir einfach nicht so viel Platz haben hier. Ne? Da gehen nur 100.000 Liter rein und wir haben ja in der gestrigen Folge gerade schon mal ein bisschen was hierher gebracht. Deswegen dauert das einfach einen Moment. So, jetzt wird es langsam dämmerig hier. Ne? Das ist nicht so gut. Aber ich habe mir geschrieben, Werner, Auftrag machen. Geld ist Geld und Geld stinkt nicht. So in der Richtung. Und das machen wir natürlich. Ich werde das aber ohne diesen Ding machen, weil ich werde das mit den eigenen Geräten machen. Jetzt bin ich wieder rausgegangen, guter Werner. Vertrag akzeptieren. Jawollo. Das heißt, wir fahren jetzt. Es ist soweit. Es ist soweit, liebe Leute. Wir unseren ersten Einsatz mit dem neuen Drescher. Ich freue mich wie Bolle. Jetzt geht's los. Das heißt, Drescher aufgetankt, alles tutti frutti. Den Schneidwerkswagen schieben wir nochmal ganz minimal ein Stück nach links. Einfach nur, damit wir da auch gut rauskommen. Wir werden mit dem Drescher losfahren, werden uns gleich einen Drescherkurs erstellen und werden dann gleich pronto anfangen zu arbeiten, sodass wir dann mit dem Klaas, der einzige Traktor, der noch da ist, glaube ich, mit dem Axion, und mit dem Krampe wahrscheinlich, mit dem Dreiachser, werden wir dann abfahren. Ja? Werden wir dann auch ein Dingens einfahren. Einen Abfahrer automatisieren zum Depot. Das ist nicht weit, die Strecke. Deswegen können wir da ruhig einen Dreiachser nehmen. Steht da drüben. Perfekt. Da haben wir schon mal vorgesorgt dafür. Der Kurs müsste, also dieses Feld müsste meines Erachtens jetzt auf der rechten Seite liegen. War das jetzt 48? Ich glaube, es war 48, ja. Das heißt, wir werden am Sägewerk vorbeifahren, glaube ich. Das ist sehr gut. Weil da kann man auch mal checken, ob denn die ob die Bäume denn schon gewachsen sind. Das ist auch eine wichtige Sache. Ich habe kurz gedacht, der Schneidwerk fehlt. Alles gut. Wer sich fragt, hey, wo ist der Diesel? Hier ist der Diesel drin. In diesem Fass. Also wenn das so fährt, dann sieht das schon sauber aus, ne? Aber du darfst... Ich würde eher... Ja, das Problem ist halt, dass ich diesen Kurs, den ich jetzt gerade einfahre, hier für alles verwende, ne? Wenn ich da nur den Drescher damit überführen würde, würde ich anders fahren, als wie wenn ich weiß, okay, Werner, du musst mit dem Kurs auch später irgendwie ein Fahrzeug dahin bringen, ne? Was auch nicht so einfach ist. So, und jetzt fahren wir rechts runter, ne? Ich sehe noch keine Bäume, die in den Himmel schauen. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich habe mir aber auch gesagt... Das dauert so, glaube ich, 5 oder 6 Ingame-Tage, ne? Und die haben wir natürlich noch nicht rum, ist ja ganz klar. Sieht man denn schon ein bisschen? Ja, guck mal! Es sind kleine Bäume, sind schon zu sehen. Das sind viele, ne? Das sind wirklich viele, ja? Ich habe da wirklich einige angesetzt. Nicht hier mal. Und das ist auch unser Traktor hier, das ist der 8R. Also ihr seht, hier tut sich einiges auf der Karte. Und hier unten war ich tatsächlich, glaube ich, noch nie. Oder ist irgendwas Weltbewegendes? Aldi. Kann sein, dass wir bei Aldi schon mal waren. Ah, kann sein. Guck mal die Bäume an, bitte. Geile Geschichte. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Die wieder zu fällen dann, ne? Super. So, das Feld müsste hier hinten sein. Ja. Das Schöne ist, ich kann dann jetzt gleich den Abfahrer auch mit diesem Kurs hier runterfahren lassen. Und dann werden wir einen direkten Kurs vom Sammelnfeld zum Depot und zurück machen. Aber da haben wir jetzt noch ein Momentchen Zeit. Also hinschicken werden wir schon mal. Aber den Abfahrkurs habe ich noch ein Momentchen Zeit. Weil natürlich es auch so ist, dass ich schauen will, dass schon ein bisschen was drin ist, wenn ich da hinfahre. Ne? So, was ich jetzt nicht weiß. Oh moin, da kommt ein LKW. Rechts oder links? Spontan würde ich sagen rechts, weil... Das ist gar nicht so klein, das Feld. Bitte hab keine Kollision.
hat keine Kollision gehabt, ne? Nee. Oh Gott, danke. Danke, lieber Feed, dass du keine Kollision eingebaut hast in dieses Schild. Danke, vielen herzlichen Dank dafür. Oh, ist schon ein nettes Fleckchen, sagen wir mal so, ne? Glaubt ihr, kann ich den Steinwerkswagen so ganz frech auf dem Aralparkplatz stehen lassen? Beim Zurückfahren würde ich vielleicht einen Schokoriegel kaufen. Vielleicht. Fahren Sie zu! Hier wird nach Stunden bezahlt. Wir haben keine Zeit. Aber auch hier unten, ne? Mega geile Felder. Ich mag diesen Mix. Ich mag diesen Mix aus großen und kleinen Feldern. Ich lasse den... Warte mal, wie stehen wir denn? Ah, ich stehe ja nicht so richtig. Hm. Hier ist eine Feldanfahrt, dann nehme ich das als Feldanfahrt. So. Stop it. Hof aus, unterstrich F48. Dann machen wir uns gleich noch einen neuen Ordner, F48. Ich sag mal so, ne, wenn der neueste LS-Teil da ist, dann habe ich auf alle Fälle hier schon einen kompletten Mod-Ordner mit jedem Feld. Das muss man mir auch erstmal nachmachen. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir was ganz Spektakuläres machen wir jetzt. Und zwar, wir drehen hier. Extra ein bisschen weiter nach hinten gefahren. Damit wir hier vorne bei der Einfahrt dann wieder gerade gezogen sind. Perfekt. Alles auf, was zum Aufmachen geht. Besser wird's nicht hier. Also, bei solchen Flächen, ne, wirkt auch sogar der Lexion klein. Jetzt könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das ist einfach so. So, die ersten 100 Liter habe ich schon runter. So, jetzt muss man hier mal einen Feldkurs erstellen. Das könnte jetzt einen Moment dauern, bis der eingerichtet ist, ne? So, die 48. Ich würde sagen, wir gehen Safety first. Vorgewende viermal. Viermal Vorgewende, dann haben wir, dann sind wir, also, wer da nicht umdrehen kann, den kann ich nicht mehr helfen. Weich würde ich absolut lassen, weil, ganz ehrlich, also, mir geht es ja nur um die Kohle. Mir geht es ja jetzt nicht, dass wir jetzt tonnenweise Weizen mehr ernten. So ein bisschen was wird schon sein, aber naja, ihr wisst, was ich meine, ne? So, wie viel war das jetzt? 12,6. So, Feld 48, dreschen. 12,6 Meter aus. Kurz speichern, ne? Dauert einen Moment. So. Das heißt, der ist erstmal beschäftigt, der gute Kollege. Wir werden jetzt aber, ihr habt natürlich recht, gleich einen Abfahrer losschicken. Weil mir ist lieber, der steht da ein bisschen oben und wartet, als wir haben dann Probleme und können nicht weiter arbeiten. Ne? Ist auch nicht so gut. So, wo haben wir denn das Glasgewicht? Das müsste ernst sein. Steht da Glas drauf? Ja, nehmen wir das. Das 8, ist das 600er? Ist auch nicht so schlimm. So, der Krampe soll es sein. Da geht ein bisschen mehr rein als wie in den Zweiachser. Und dann, let the party started. Die 48, habe ich mir gedacht, nehmen wir heute. Fährst du da mal hin, ne? Ist noch gar nicht so lange her, wo ich den selber eingefahren habe. Ja, ja. 9 Minuten ungefähr. So. Fährst du mal hoch. Alles weitere klären wir dann, ne? So, der Kollege ist auch tutto finito. Das heißt für uns, wir haben hier einmal gedüngt. Jetzt gehen wir auf die 14, ist das richtig? Ja, ab auf die 14. Auch da wird ein bisschen Dünger benötigt. Wir wollen natürlich die maximale Ausbeute des Feldes, also den maximalen Ertrag, nicht Ausbeute, das klingt so falsch. Wir wollen natürlich gucken, dass da auch was runterkommt von dem Acker hier, ne? Und was halt sehr viele vergessen von euch, was ich aber immer wieder in Erinnerung rufen muss, nebenbei laufen alle Produktionen oder so ziemlich alle Produktionen. Und da, egal, was wir hier machen, ihr könnt alles Geld, was wir verdienen, einfach auf um ein Vielfaches mehr rechnen,
weil nebenbei die ganzen oder sehr viele Produktionen noch laufen. Und das ist halt schon ein sehr, sehr geiler Wirtschaftsaspekt, das muss man einfach mal so sagen. Düngen 21, Düngen 30, ich glaube es waren 30, doch es waren 30. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es 30 waren. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt warten? Weil er hat ja noch... Ich glaube, man kann aber schon, ne? Also, denke ich schon, dass man da mal drüber war, ne? Ja. So, der Kollege hat 32%, ist jetzt an der ersten Längsbahn. Ja, moin. Aber gut, das haben wir gewusst, ne? So, hier drücken wir nochmal aufs Knöpfchen, damit hier auch weitergeht. Aber so viel, glaube ich, geht da gar nicht mehr rein. Ja, das dauert einfach noch ein bisschen. So, die dicke Bertha läuft. Dünger wird nicht verwendet. Guckt hier. Nicht, dass wieder jemand in die Kommentare schreibt, du verwendest den Dünger. Nein, macht er nicht. Ich weiß aber nicht, was da noch 50 Minuten dauert. Das sind noch 1, 2, 3, 4 Bahnen. Gut, das sind lange Bahnen, ja, aber... Verdammt, das sind 4 Bahnen. Der braucht auch noch einen Moment, ne? Läuft das da vorne? Warum hast du jetzt deine Bahn ausgelassen? Du hast auch nicht gut gefrühstückt heute, ne? Wir müssen aber hier noch ansehen, ne? Das heißt, wenn die dicke Bertha unten fertig ist auf der 53, können wir die dann direkt hier hochschicken, weil hier muss auch gearbeitet werden. Nee, das sehe ich anders. Fahr doch hier entlang. Ja, siehst du? Sind wir uns auch noch einig geworden. Wunderbar, wunderschön. Hier ist noch nicht reif. Im Wachstum. Es wird nicht besser, ne? Ja, hier wird es bald Probleme geben, aber noch nicht. Der Lader, ja, natürlich auch eine Sache, die wir noch austauschen müssen, klar. Momentan stehen wir ein bisschen, ne? Wir haben zu wenig Traktoren, ich sag's euch, wie es ist, weil ich könnte hier noch mehr annehmen. Hier eine Gruppe-Mission, wir haben 1, 2 Flugmissionen. Das sind alles Missionen, die man nebenbei locker machen kann. 3 Grube-Missionen, ne? Ich sag mal so, wenn du wirklich einen dicken Grube hast mit dem dicken Schlepper, so was kostet jetzt noch ein Schlepper, guck mal. Jetzt machen wir hier mal Nägel mit Köpfen. Was kostet jetzt noch ein 500 PS-Traktor? Der muss nicht schnell sein, der muss nur stark sein. 380, 409, ja, 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 da kommen wir schon in die Richtung. 492, oh, der, ne? Oh, der ist halt schon, ah, lecker. Aber sowas von lecker. Der wird hier noch kommen. Was hat der Xerion? Ah, Xerion, ja. Ja. Doch, muss ich sagen, da kaufen wir vorher noch den Xerion. Oder der Autonomus, ne? Autonom ist auch geiles Gerät, muss ich sagen. Habe ich mir gedacht, nehme ich nur für die CP-Fahrer. Ne? Weil dann sieht das wirklich original aus. Den kann man halt auch nehmen. Das Ding hat 500 PS, also das Ding ist ein Tier. 600 sogar, wenn ich will. Und fährt 40. Also, holy moly, das kann sie halt auch nehmen. Was haben wir hier noch drin? Der ist halt komplett überpowered, weil der hat, wenn ich will... Oder war das nicht der? Nee, es war nicht der, es war ein anderer. Den haben wir schon, der ist halt, nee. Also tatsächlich wäre ich dann bei sowas eher. Oder natürlich beim Xerion, weil der Xerion einfach ein Traum ist, ne? 400.000, 500 PS wird für andere tatsächlich schwierig. Gut, 435 für 536, also so 400.000 müssen wir rechnen, ansonsten bekommen wir keinen. Ne, sonst bekommen wir einfach keinen. Ja. Der Axion ist angekommen, wollte ich noch sagen. Wohin willst du denn umdrehen? Ja, du fährst aber auch mit dem... Mit dem Haus ums Dorf. Oder wie sagt man Dorf ums Haus? Ich weiß nicht genau. Der Axion ist angekommen. Super.
Gut, das alles machen wir erst morgen, liebe Leute. Für den heutigen Tag sind wir schon wieder fertig. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ha, Hilfe. Und bis morgen. Macht es gut und ciao, ciao.